Leute, was geht ab? Wir sind Sira Venas, außen mein Bruder John, in der Mitte meine liebe Schwester Megan und mein Name ist Mason. Wir heißen euch herzlich willkommen zu unserer Reaktion zu Farid Bang und Capital Bra Kampfsport. Digga, das ist eine historische Kombination. Es ist nämlich das letzte Mal, wo wir Farid und Capi gesehen haben, war nach JBG3 auf einem Sound, sag ich mal, in Dings. Also ich habe nochmal gestern nachgeguckt. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Aber zuletzt bei diesem Remix von Sturmaske auf, wo quasi Deutschrap, ja ne, der Move war, Deutschrap steht hinter Farid und Dings, Kollege. Ah, okay. Das war damals. Und jetzt... Krass, wie lange was? Her? Das war, ist schon wirklich lange her. Ja. Da ist ja viel passiert. Dann war Capi bei Bushido, dann war so dies, das, tralala. Oder ne, warte, ne. Was denn? Stimmt, nach RBG war Capi bei Bushido, gell? Ich meine, ja. Ja. Ich hab's gerade chronologisch nicht mehr im Kopf, alles. Aber jedenfalls ist einiges passiert und jetzt sie wieder zu sehen, ist schon geil. Und ich bin gespannt auf den Song. Und lass uns reinhören. Gib ihm. Irgendwie ist der Sound schon ganz geil, gell? Rein dieses der bahnt geht nach sich vorne, so an. Der Song, ja, ja, der bahnt sich gerade an. Was? Plump, aber geht rein, Digga. Ohne mich würden sie nicht mal ihre Namen kennen. So von wegen, dass er die so oft ja, erwähnt. Ja, dass man die erwähnt. Mit Namen. Bleib mal locker, Brat, am Bellen ist nicht Hollywood. Spring dein Ferrari in die Luft, hier hast du dein Promo-Move. Ey, du Horus-Buh, bei mir gibt's kein Honig-Tausch. Ja, geil, Digga. Du wachst in einem Kofferraum ohne Joker auf. Aber warte mal. Oh, cool. Ja, cool, schön. Ich mag solche ja, so kurzen Parts ey, auch. Ey, warte mal, ja. Das sind mir zu viele Dings. Mit Ferrari, wer hat sein Ferrari explodiert? Oder irgendwie sowas. Ich kann mich nur erinnern, okay, das ist jetzt alles Mutmaßung, aber bei Samro hat jemand in diesem Dings sein, was war das, seine G-Klasse? Ja, nein, das hat nichts damit zu tun, Digga. Ferrari und G-Klasse sind zwei verschiedene. Ja, ich weiß, aber hat jemand anderes noch sowas gemacht? Das will ich gerade mal. Ach so. Nee. Ich habe letztens, glaube ich, sowas nicht, gehört mit Ferrari und die ist das. Sio hat sich ein Ferrari gekauft. Achso. Aus Loch. Okay. Bei mir gibt's keinen Rollentausch. Du wachst in dem Kofferraum ohne Joker auf. Deutscher Rap ist leider nur noch Summer Sound. YouTuber verkaufen Boxen wie Logan Paul. Rapper. Boxen. Okay, ganz ehrlich, ich finde gar nicht, dass deutscher Rap nur noch so Summer Sound ist. Ja, Digga. Okay. Ich auch gar nicht. Das ist so vielseitig geworden, Digga. Also, es kommt auch vor bei Newcomern besonders. Dass die sich denken, ah, ich mache oft einen Hit. Weil es ist wirklich so, ich guck bei Newcomer rein, Sommer. Ja, selbst im tiefsten so. Winter, wo alle Depressionen haben. Hungrig. Machen krasse Hits wie Benzema und Roller. Doch meine Konkurrenz ist Red Bull oder Coca-Cola. Schwarzer Fluchtwagen, wenn wir zuschlagen, fällt dein Rücken plötzlich nichts mit dir zu tun haben. Wie ein Hooligan ficke ich dein Renner-Label. Das ist so asozial, unglaublich. Aber ich find's krass, wie Capi auf derselben Stufe mit Farid einfach steht. Ja, Capi ist voller Diskriminierung. So, als wäre als wär gut, hat, was für ein Haarwuchs Farid Bang noch hat. Ja, wirklich krass. Aber Bartwuchs ist nie wirklich gekommen. Bartwuchs war nicht so, nein, aber Haarwuchs krass, ja. Komm. Was ich meistens rap, ist kein Entertainment. Was ich im Knast lernte, mit Wänden reden. Nimm mein Menschenleben fürs Cent betreten. Jetzt sind dich schon aus dem Lambo. Okay. Ah, okay, das ist also die Message. Kampfsport. Ich rund aus dem Land, wo es sitzt. Komm mal her. Du anrufe, bis du antwortest. Drei Autos, wenn du Standort schickst. Weil es eins gegen eins nur beim Kampfsport gibt. Oh, ich mach grad Capi richtig. Der hört sich richtig gut an. Dem Song. So aggressiv. Ich glaube, es mögen auch die Fans auch wirklich sehr von dem. Das ist ja sein Markenzeichen der Zeit lang gewesen, ey. Bitch, ich komm mit hellfarbener AK. Hinter mir ein seltsamer Beamter. Yeah, bitch, ich mix Schem mit Kamagra. Ficke deine Schwester, bin älter als dein Vater.
Vater, den check ich nicht. Warum bin älter als sein Vater? Den check egal, ich das nicht. Ist ein bisschen, der braucht ein bisschen. Dann kommen wir weiter. Likes, Fick, Abos, Fick, Status. Schließt aus dem G, Brabus. Auf Fritz Markus. Wow. Oh, Kollege, du musst verstehen, um mein Kontostand zu sehen, musst du erst dein Handy drehen. Ich spiele. Der war schon lachen danach. Ja, der ist wirklich wie so ein kleiner Joker einfach. Ja, ne? Also da war auch irgendwas mit Prinz Markus. Ja, anscheinend haben die telefoniert irgendwas. Ja. Und das beiseite gelegt. Ja, was war da? Wusstest du? Ich hab die Story nicht mitbekommen. Digga, ich auch nicht. Prinz Markus, der hat mit irgendwie jedem was. Digga, Prinz Markus ist so das? Müll. Egal. Ganz ehrlich. Auf einer Stufe mit dem Sony-Chef. Achso, warte. Jetzt. Zu sehen, musst du erst dein Handy drehen. Ich bin auf einer Stufe mit dem Sony-Chef. Du sitzt auf einer Stufe, rauchst am Crotty Crack. Krass. Der war auch gut, ey. Krass, das war ein schöner Vergleich, ja, ja. Aber... Boah, vielleicht zu hochgegriffen, Digga. Sony-Chef, Digga. Das ist schon hart, ey. Der Sony-Chef war das andere Level, Digga. Das Promi-Flash, ich ficke dein Hobby-Rap und komm der Bitch in den Rachen wie ein Covid-Test. Ich komm alleine, du mit Leuten. Komm, bra. Ich mit Köpfchen, du mit Fäusten. Ja, Kollege. Die ist schon hart. Ja, bra, Musik ist so wie Preuß. Warum, bra? Wir haben die stabilsten Deutsch. Wir ziehen dich rund aus dem Lambo-Sitz. Komm mal, Bro, anrufe, bis du antwortest. Ja, wir haben die, ja, okay. Die, wir haben die stabilsten was? Deutschen. Deutschen? So wie Preußen. Also ist wegen alte Soldatenzeit gemeint. Weil Preußen war ja so das wegen Dings. Das war doch. War das die Hauptstadt damals? Ich weiß. Während Kaiserreich? War nicht Berlin. War nicht Bonn? Nee, während Kaiserreich. Berlin, glaube ich. Oder? Lass oh, da war Berlin ist. Oder? Ich meine, während Kaiserreich war Preußen. Boah, keine Ahnung. Da gab es doch dieses Buch von Karl Zuckmayer. Dieses, der Hauptmann von Köpenick, Tralala, Preußen. Was hat er dir beigebracht? Hä? Ja, wer ist das? Was hat er dir beigebracht? Karl Zuckmayer, Digga. Ja. Du erzählst so, ne? Sag mir, wer das ist. Das war ein Autor, Digga. Was hat der mit deinem Leben krasser zu tun? Krasser Typ. Der hat der Teufelsgeneral geschrieben. Das haben wir in der Schule gelesen. Der wirklich? War krass, wirklich. Krasser Autor. Der hat gute Nachkriegsbücher gemacht. Ja, und was hat der von deinem Leben, was weißt du über dein Leben? So, wer ist denn da? Die ganze Zeit. Du sagst, ey, der ist ein ganz guter, Digga. Du gehst doch voll drauf ein. Shoutouts an Manuel Elsen, Digga. Der hat den jetzt hochgenommen, ganz so cool. Der ist schon lange tot, Digga. Ja. Digga, der wurde so... Ich weiß dir. Autos, wenn du Standort schickst, weil es 1 gegen 1 nur beim Kampfsport gibt. Ja, geil! Ja, geil! Ja, nice. Aber krass, warte. Hey, gib noch ein paar Sekunden. Wie süß! Massiv! Ich bin wirklich ehrlich gesagt. Lass noch laufen, vielleicht kommt ja, irgendwas. Ja, ja. Also Zala Marokkaner, ich komme im dicken Schlitten. Boah, das die anderen sind in Zeugenlisten. Digga. 23. Ja. Juli. Alter, ich bekomme bald die Box. Also, Salam alaikum, ich bekomme bald die Box, Digga. Leute, ich mache ein fettes Unboxing, wenn ihr drauf Bock habt. Digga, ich freue mich schon. Was sagt ihr zum Song? Guck mal, das ist das erste. Also, das, was ist der erste Song, der jetzt kein übertrieben extravagantes Musikvideo hatte bei Farid? Aber. Seit der Promophase. Ja, ja. Aber, so der Song an sich, finde ich, kann glänzen. Ich finde, es hört sich voll gut an. Mhm. Das war eine gute Kombi. Ja. Was ich mir gewünscht hätte, ich hatte das Gefühl, die haben noch ein paar versteckte Disses gehabt. Also so hat sich's angehört. Ich hätte mir ein bisschen mehr Frontalität gewünscht, einfach den Namen nennen. Weil wenn schon Farid so viele Namen nennt in den Songs davor, hätte ich mir das gerne, vor allem gewünscht. Weil die Line, der am Anfang kam. Naja, ich musste viel mutmaßen. Ich muss sagen, bei mir, ich wurde zwar unterhalten für den Moment, aber enttäuscht insgesamt, weil, wie du schon sagst, so wie lange ist es her, weißt du? Ja, ja. Ich hätte mir schon das Zusammentreffen zwischen den beiden ein bisschen spektakulärer erwartet, so. Ja, wirklich. Tatsächlich. So einfach mehr, weißt du? Also, ob es videotechnisch ist, ob es vielleicht irgendwas
Geiles eingebautes in dem Song ist, weißt du, was uns einfach überraschen auch lässt, weil das sind ja zwei Giganten, weißt du, ja, da erwartest du nicht so einfach 0815 hart. Ja, okay, die Leute mögen das, ja, ist auch geil so, aber... Ist ein Augenblick. Leute, ich hoffe sehr, unsere Reaktion hat euch gefallen. Wenn ja, schreibt es in die Kommentare, was haltet ihr von dem ganzen Musikvideo, was haltet ihr von dieser Kombination und auch von unserer Reaction. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal. In der Beschreibung haben wir einen Link zu unserer Telegram-Gruppe und zu Instagram. Wäre nice, wenn ihr uns dort folgt. Ansonsten sehen wir uns bei der nächsten Reaction. Macht's gut. Oh, das zweite war so gut. Nachrichtensprecher, Digga. Einmal.